Tja, wie kriegen wir jetzt den Rauch schwarz? Müssen wir da erst einen neuen Papst wählen? Ich bin mir nicht sicher. Nee, Moment. Wenn die sich entschieden haben, ist der Rauch weiß, ne? Vorher ist der schwarz. So war das. Das macht's aber irgendwie alles nicht besser. Da Max in Irland ist, mache ich mir auch irgendwie keine großen Hoffnungen, dass wir mit dem irgendwas anstellen können. Ob wir die Lautsprecher später an das Grammophon koppeln können? Ob wir diese Tür irgendwie aufkriegen? Mit der Zwiebel, mit der Würstchenzange? Was zur Hölle machen wir eigentlich mit dem verkohlten Holz? Also, damit können wir garantiert irgendwas. Ah, zeichnen. Gucken wir mal. Nein, er möchte es nicht haben. Schade. Und wofür genau habe ich diese Suppenkelle? Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Ich probiere das jetzt einfach mal durch. Ich habe mal wieder gar keine Ahnung, was ich machen muss. Hier war nichts weiter, ne? Das hatte ich gerade schon geguckt. Okay. Also, ich spreche sie eben nochmal an. Nicht, dass das viel bringen wird, Hallo. aber. Wollen Sie nicht? Ich. Okay. Okay, es bringt exakt gar nichts. Nein, das macht alles irgendwie wenig Sinn. Ich glaube, in diesem Raum kommen wir tatsächlich auch erst weiter, wenn der Presslufthammer läuft. Benutze Zwiebel mit Grammophon. Warum? Vielleicht können wir hier irgendwas kombinieren. Ich wüsste zwar nicht was, aber ich mach gerade dreimal das Gleiche, oder? Ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Aber passt schon. Okay, nein. Also im Inventar können wir nichts kombinieren. So weit, so gut. Dann ist hier auch irgendwie tote Hose, habe ich das Gefühl. Also muss eigentlich in der Küche irgendwas gehen. Aber ich weiß nicht was. Was sagt denn die Küche? Die Küche sagt Regal und Zwiebel. Ich würde ja total dieses schmutzige Geschirr da irgendwie. Das Essen scheint lecker gewesen. Ich meine, ich muss doch nur irgendwas in den verkackten Herd werfen. Aber was? Fragen über Fragen. Können wir uns selbst pieksen? Wir könnten. Natürlich auch noch super viele Optionen, aber ich wüsste gerade nicht. Probiere das jetzt einfach stumpf durch, ne? Also. Oder ich gehe an die Tür. Verdammt. Es ist aber auch eine Seuche. Die Post kommt hier auch nie zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, sodass ich sagen könnte, okay, dann nehme ich vielleicht besser nicht auf. Weil selbst wenn ich nichts bestellt habe, klingeln die hier, um Pakete für die Nachbarn abzugeben. Nein, es schwankt halt so jeden Tag zwischen 8 und 18 Uhr. So, es ist halt echt immer unterschiedlich. Aber okay, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Ich war dabei, hier sinnlos Sachen durchzuprobieren, ne? Ich weiß leider nicht mehr, ich glaube, mit der Kelle hatte ich alles probiert, oder? Können wir eigentlich noch mehr Holz nehmen? Die haben ja ganz schön Holz vor. Nein, nein, nein. Können wir nicht. Spare den Spruch. Wo waren überall noch Sachen? Jetzt muss ich überhaupt erst mal gucken. Okay, eigentlich nur
Du stehst da auch ein bisschen ungünstig. Ich gehe mal ein Stück an die Seite. So. Zack, 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 zack. Nö. Mit dem Lautsprecher werde ich eh nichts machen können. Der ist auch viel zu weit oben. So, mit der Zange. Mit der Fleischgabel. Also, es würde ja eigentlich total Sinn machen, wenn wir mit der Fleischgabel dieses alte Fleisch aufpieksen, was da ist, und dann da reintun. Geht aber nicht. Jede Menge frische Kräuter und Gewürze. Ja. Das Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Ich kann nicht einmal über heiße Kohlen gehen, geschweige denn in brennende Feuer fassen. Warum solltest du das auch wollen? Ich kann nicht einmal... Das Feuer brennt fröhlich vor sich hin. Wohlgemerkt, nur die eine Zeitung, die du reingetan hast, die brennt ganz schön lange. Ja, aber... Warum sollte ich den jetzt nochmal in den Herd fassen? Oder irgendwas da... Ein verkohltes Holzstück reicht. Eigentlich hast du zwei, aber... Gut... Mit dem Wasserhahn können wir halt auch nichts machen. Ich dachte, damit dampft es dann vielleicht noch mehr, wenn wir irgendwie mit der Kelle Wasser darüber und so. Aber auch das macht ja offenbar irgendwie keinen Sinn. Vor allem ist das dann ja auch kein schwarzer Rauch, sondern... wenn wir unsere Hand da reinhalten, wird das Feuer, aber wird die Flamme aber bestimmt schwarz. Vielleicht können wir mit ihm nochmal quatschen. Hallo, was macht die Muse? Da. Könnten Sie vielleicht ein Porträt von Schwester Sabrina malen? Ja, ich denke schon. Moment, mir ist das Schwarz ausgegangen. Ohne Schwarz geht es natürlich nicht. Okay, ich werde dafür sorgen. Wie lange brauchen Sie dann? Oh, vermutlich einen halben Tag. Sie haben 30 Minuten. Schneller als 3 Stunden geht es auf keinen Fall. Abgemacht. Ich gebe Ihnen 1 Stunde. Kein Wunder, dass die alten Meister bis heute unerreicht sind, wenn die Künstler ständig gehetzt werden. Zumindest Sabrina lässt sich nicht mehr hetzen. Vor ein paar Minuten hat sie noch so schnell getanzt, dass ein Porträt völlig unmöglich gewesen wäre. Aber anscheinend hat sie jetzt eine etwas langsamere Platte aufgelegt, sodass dies kein Problem mehr darstellen sollte. Dafür haben wir das also gemacht, verstehe. Schwester Sabrina, was halten Sie von ihr? Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie mich als Sexisten beschimpfen. Ja, Ihre Vorzüge sind offensichtlich sehr offensichtlich. Und sonst? Sonst kenne ich Sie leider nicht näher. Frauen Ihres Kalibers geben sich nicht mit durchschnittlich aussehenden Pförtnern ab. Sie müssen sie einfach von ihren Qualitäten überzeugen. Die da wären? Ja, also... Ja, vielen Dank für das Gespräch. Diese Anstaltsleiterin, wie ist die eigentlich so? Frau Charleroi? Keine Ahnung, ich habe mit ihr keinen Kontakt. Sie grüßt mich freundlich, wenn sie morgens kommt. Abends sehe ich sie meistens nicht, da sie wohl oft sehr lange in der Anstalt bleibt. Keine Besonderheiten? Wie gesagt, ich bekomme sie so gut wie nie zu Gesicht. Ich lasse sie jetzt mal wieder mit ihrer Muse allein. Danke. Von mir. Ja, so. Hier, schwarz. Schwarze Farbe habe ich keine gefunden. Aber reicht vielleicht auch ein Stück Kohle? Ja, ein Kohlestift sollte es wohl auch tun. Okay. Haben Sie nun alles, was Sie für das Porträt brauchen? Ja, ich denke schon. Ist von hier zwar etwas schwer zu erkennen, aber ich werde es versuchen. Ich habe voll den Plan. So, besser geht's in 60 Minuten wirklich nicht. Ich finde, ich habe mich mal wieder selbst übertroffen. Meinen Sie nicht auch? Ja, wirklich hübsch. Und die Vorzüge sind mehr als deutlich hervorgehoben. Vielen Dank. Bitte. Ich werde Ihnen das Meisterwerk noch in eine Tüte packen, damit es nicht schmutzig wird. Ja. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit ihr... Danke. ...von mir. Das Porträt von Schwester Sabrina, in Folie eingeschlagen. Okay, wahrscheinlich kopieren wir es einfach und verteilen Wahlplakate oder so oder irgendwie sowas. Aber auch das hilft uns nicht so richtig weiter. Ich habe voll die gute Idee.
Das Porträt. Ich würde ganz gern die Folie da rausnehmen. Die Folie können wir nämlich garantiert verbrennen und dann wird die schwarz. Also dann wird der Rauch schwarz. Okay. Aber wir können es nicht aus der Folie nehmen. Schauen Sie mal, wie finden Sie das? Oh, das ist aber hübsch. Und die Frau sieht ja überwältigend aus. Das bin ja ich. Dass ich schön bin, wusste ich ja schon immer, aber so umwerfend. Ja, und so bescheiden. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht als Wahlplakat verwenden. Ja, prima Idee. Aber eines ist ein bisschen wenig, oder? Frauen, gibt man Ihnen den kleinen Finger, reißen Sie einem gleich den ganzen Arm ab. Aber wenn ich Ihnen noch ein paar mehr Bilder besorge, dann helfen Sie mir auch, okay? Ja, ja, schon gut. Ich verspreche Ihnen, nach meiner Wahl wird es keinem schlechter, aber allen besser gehen. Genau, und niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich sehe schon, Sie könnten wirklich eine gute Politikerin werden. Ich schau mal, dass ich noch ein paar Wahlplakate auftreiben kann. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihrem Hüftschwung. So, jetzt haben wir das auch aus der Folie ausgepackt. Das ist total super. Dann verbrennen wir jetzt die Folie. Nein! Das Erdbeben hat begonnen. Nina, manchmal bist du wirklich böse. Geht so. Es soll ja Frauen geben, die werden beim Anblick von halbnackten und schwitzenden Männerkörpern ganz verrückt. Du hörst offenbar nicht dazu. Der wird mich wohl nicht mehr hören. Ist aber auch nicht so wichtig. Er hat seinen Zweck ja bereits erfüllt. Ah, so eine bist du. Es geht nur darum, dass er seinen Zweck erfüllt. Ich verstehe. Können wir... Die Tür können wir jetzt nicht aufmachen, ne? Also würde mich wundern. Keine Türklinke? Nee. So, dann hierhin, dann hierhin, dann hierhin. Die braucht der arme Kerl bestimmt noch für seinen nächsten Rekordversuch. Die Erschütterung durch den Presslufthammer hat das Kartenhaus zusammenstürzen lassen. Bedauerlich. Okay, wir nehmen einen Teddy mit. Können wir noch mehr mitnehmen? Eine Liste mit knuffig Putz. Okay, dann kopieren wir mal das Plakat. Ich habe das komplette Kopierpapier verbraten. Das sollte sogar für eine kubaweite Kampagne reichen. Nice. Ein Kopiergerät. Hey. Ach ja. Die Erschütterung durch den... Die braucht er... Okay, die können wir nicht mitnehmen. Ja, können wir... Unsere Latino-Schönheit würde sich wohl nicht besonders freuen... Gut, dann geben wir ihr erstmal die Plakate und dann gucken wir mal. Hier sind die Wahlplakate. Ihrer politischen Karriere steht also nichts mehr im Weg. Wunderschön. Einfach wunderschön. Wer könnte dieser Frau widerstehen? Keiner. Helfen Sie mir jetzt? Klar, ich habe Ihnen doch mein Politiker-Ehrenwort gegeben. Helfen Sie mir trotzdem? Na gut, ausnahmsweise. Aber passen Sie auf Ramon auf. Er ist hier der Pfleger. Und wenn er Sie erwischt, macht er Hackfleisch aus Ihnen. Also beeilen Sie sich. Die Zelle von Perez ist ganz am Ende auf der linken Seite. Yay. Ganz am Ende auf der linken Seite. Wenn wir von hier kommen, ist das wahrscheinlich dann die hier, oder? Also wir müssen das ja spiegelverkehrt sehen. Die Zelle ist leer? Soll das ein Witz sein? Oder wissen die selbst nicht, wo sich ihre Patienten gerade aufhalten? Klemmt da nicht irgendwas zwischen Matratze und Bettgestell? Tatsächlich, ein Zeitungsartikel. Es geht um die neu besetzte Stelle der Anstaltsleitung. Daneben ist ein großes Foto von dieser Nicole Charleroi. Toll. Auf der Matratze sind lauter rote und gelbe Flecken. Ich möchte gar nicht wissen, woher die kommen. Sieht aus wie Blut. Nein, nein, das ist Ketchup. Sieht so aus, als hätte jemand versucht, die Fliesen in einem bestimmten Muster aus der Wand zu brechen. Aber ich komme einfach nicht drauf, was es bedeuten soll. Space Invaders, ganz klar. Sieht so aus, als... Okay.
Okay, haben wir hier noch was? Ah. Da oben ist eine Kamera angebracht. Ob das Ding funktioniert? Okay. Natürlich, in dieser total pixeligen Gedönswand sieht man diese Kratzer auch sofort. Kleine Rillen in der Wand. Sieht fast aus wie Kratzspuren. Da steckt etwas in einer der Rillen. Das sind Fingernägel. Juhu. Wenigstens hat sie die nicht eingesteckt. Okay, habe ich noch was übersehen? Nein, gut. Die Tür sieht anders aus als die übrigen Türen. Wahrscheinlich ist es gar keine Zelle, sondern der Raum für den Pfleger Ramon. Da gehe ich besser nicht rein, sonst erwischt er mich noch. Hallo? Jemand da? Ja, komm nur rein. Ich verspreche dir, wir werden bestimmt viel Spaß zusammen haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, nein. Er sieht aus, als hätte er die Schwelle des Wahnsinns schon seit längerem überschritten. Das würde ich so unterschreiben. Aus der Zelle kommen Geräusche, die mich dazu veranlassen, da definitiv nicht rein zu wollen. Ich frage nicht was. So, dass da hinten. Okay. Ist hier noch was? Nö. Und jetzt? Was machen wir jetzt mit dem Teddy? Und mit dem Porträt? Ich habe gar keine Ahnung. Das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich dachte, das löst dir vielleicht mein Problem, aber irgendwie nicht so. Wir sprechen mal mit ihr. Kann ich noch mal kurz stören? Aber klar, Schätzchen, jederzeit. Ein bisschen Ablenkung kann ich gut gebrauchen. Die Kamera in der Zelle von Manuel Perez, ist die eingeschaltet? Ich glaube schon. Die Charleroi hat die da angebracht. Oder besser gesagt, anbringen lassen. Kann man sich irgendwo ansehen, was die Kamera aufgezeichnet hat? Bestimmt. Im Kontrollraum müsste das mit Sicherheit möglich sein. Kann ich mir den mal ansehen? Nein, da darf keiner rein. Kommen Sie schon, Sie schulden mir was. Tut mir leid, ich habe nicht mal einen Schlüssel dafür. Den haben nur Ramon und die Chefin. Die Zelle von Perez ist leer. Wo ist denn nun Ihr Patient? Leer? Was heißt leer? Na, leer, keiner da, alle weg, wenig los da drin. Kurz, sie ist leer. Kann nicht sein. Die Frau Doktorin wird mich umbringen. Das heißt, Sie wissen wirklich nicht, wo Perez ist? Nein, ich... Ramon? Ja? Wo ist Perez? Wieso? Er ist nicht in seiner Zelle, also wo ist Perez? Er ist weg. Ich habe die Frau Doktorin schon informiert, sie wird sich darum kümmern. Darum kümmern? Dann wird sie sich auch um uns kümmern. Ich glaube nicht. Sie klang ganz ruhig. Mach dir keine Sorgen, es wird schon nichts passieren. Ich werde mich jetzt erstmal um die Wäsche der Patienten kümmern. Die muss nämlich dringend gewechselt werden. Wir reden dann nach Feierabend, okay? Ja, das sollten wir. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Sie haben ja selbst gehört. Oh Herr, steh uns bei. Da fliege ich tausende von Kilometern, nur um festzustellen, dass dieser Perez verschwunden ist. Aber so leicht gebe ich mich nicht geschlagen. Er kann sich ja schließlich nicht in Luft aufgelöst haben. Ich überlasse sie dann mal wieder ihrem Hüftschwung. Jetzt. Normalerweise kann man. Läuft jetzt da drin rum. Und vor dem hat mich Sabrina. Okay. Der ist voll schmutziger Wäsche. Ja, aber der Junge hat gerade was da reingelegt. Vielleicht ist da was Spannendes mit drin. Keine Türklinke. Okay. Wir können ihm nicht den Teddy geben. Hier ist auch keiner mehr, ne? Hier ist... Wir können den Teddy verbrennen. Oder das Gemälde. Wir könnten mal... Was macht denn der da die ganze Zeit?
Macht er das jetzt jedes Mal? Sollten wir was in den Container legen? Offenbar nicht. Zumindest nichts, was wir haben. Hallo, was macht die Muse? Das war... Ich habe gehört, ein gewisser Manuel Perez soll aus der Anstalt verschwunden sein. Echt? Habe ich nicht bemerkt. Ein Patient? Ja. Müssten Sie das nicht merken, wenn hier einer verschwindet? Doch, eigentlich schon. Aber ich bin ja auch nicht 24 Stunden am Tag hier. Und eine Nachtschicht gibt's nicht? Nein, ich glaube nicht. Wenn Sie ihn sehen sollten, sagen Sie mir dann Bescheid? Wenn ich ihn sehen sollte, werde ich ihn zurück in die Anstalt bringen. Das war die offizielle Aussage. Die inoffizielle lautet, ja, ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Ich lasse Sie jetzt mal wieder mit... Danke. Das ist irgendwie alles dürftig. Kann ich... Max weiß, was zu tun ist. Okay, ich dachte, ich sage Max vielleicht Bescheid, dass Perez verschwunden ist, aber offenbar tue ich das nicht. Nun denn...